Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls 2. Wir sind in Heides Flammenturm, wir sind vor dem guten Drachentöter. Ja, ich habe gestern mal ein bisschen noch versucht, ich habe es gestern mal im Livestream gezeigt. Für die Leute, die dabei waren, die haben das gesehen. Und ja, es leckt gerade ein bisschen, weil ich im Hintergrund rendern muss. Es tut mir an der Stelle ein bisschen leid. Ja, nee, heute machen wir den Drachentöter. Ich gebe mein Bestes. Eigentlich ist der nicht so schwer, der ist eigentlich echt einfach. Ist ja nicht so, dass der irgendwie viel kann. Naja gut, wenn er mehrfach draufschlägt, ist er dann doch irgendwie schon ein bisschen kacke, aber das kann man eigentlich gut umgehen. In den meisten Fällen zumindest. So. Ja, das Problem hast du immer irgendwie. Das ist äußerst doof. So, jetzt. Naja. Du kannst das Schild während der Attacke nicht mehr hochheben. Ja, toll. Und wenn er da keine Energie mehr... Ja, toll, ey. Das fängt ja gut an, ey. Aber sowas von. Das ist ein bisschen doof. Ich habe das schon oft erwähnt. Das ist echt ein bisschen doof. Jetzt kommen die Degos. Ja, jetzt nehme ich auf. Die waren letzten zwei Tage absolut ruhig. Jetzt nehme ich auf. Und die Degus rasten wieder aus. Nee, das ist halt doof an Dark Souls 2, an der Engine, an dem System, dass du halt während der Attacke das Schild nicht mehr hochkriegst. Das geht nicht mehr. Du kommst, wenn du einfach mal so zwei, drei Leute hast und dann so eine Salve an Angriffen abkriegst, dann konntest du ja zumindest in den vorangegangenen Teilen immer mal das Schild noch hochpacken. Ja, das ist jetzt Sense. Würde ich jetzt mal grob behaupten. Weiß ich nicht. So, zack. Und einfach mal nicht anvisieren und trotzdem getötet. Buja. Alles klar. Geborstener und blauer Augapfel. Ja, wir müssen auch mal demnächst mal irgendwie invadieren. Habe ich eigentlich Bock drauf. Müssen wir mal irgendwie mal machen. So. Jetzt versuche ich den Kollegen da. Haben wir eigentlich noch Pfeile? Nee. Hier haben wir keine Pfeile mehr. Das ist ja echt kacke. So, wir machen das so. Okay, so. Wie gehabt halt, ne? Jetzt haben wir nur noch den einzelnen. Muss man halt mal ein bisschen draufballern hier. Sonst wird es doch nichts. Können eigentlich mal eine Feuerbombe nehmen. So, wo ist denn die Feuerbombe? Ich finde sie nicht. Da. Zack. Zack. Ich werde trotzdem getroffen. Das ist unfair. Das ist schon echt doof. So ein bisschen. So, noch ein blauer Augapfel. Da kommt der andere König da. König vor allem. Na gut, der läuft ein bisschen desillusioniert da rum. Was will er eigentlich genau? Man weiß es nicht. Was willst du, Kollege? Ne, gestern Livestream war eigentlich ganz cool. Qualitativ war es natürlich, naja, nicht ganz so geil. Wissen wir mal, ich muss mich mal mit dem scheiß Programm da irgendwie vertraut machen. Das hat Kniffe und, naja, das ist nicht ganz so einfach, wie ich dachte. Ich habe es mir echt einfacher vorgestellt, muss ich ehrlich gestehen. War es letztendlich dann doch nicht. Naja, was willst du machen, ne? So, nee, Drachentöter Ohrenstein oder alter Drachentöter, wie man ihn auch gerne nennen mag, ist eigentlich recht einfach. Also, wir werden es jetzt mal noch ein bisschen so probieren. Theoretisch sollte das kein Problem sein. So von der Sache her. Aber, naja, falls es lange dauert, hole ich mir den Hilfe. Aber eigentlich habe ich den ja auch schon getötet, sag ich mal. Na, also muss man einfach mal so. So. Ja, das habe ich geahnt. Okay, okay. Ganz ruhig jetzt einfach mal ein bisschen blocken jetzt hier. So. Der hat noch. Das ist aber echt doof, ey. Wir nehmen auch eine Estus. Ich muss erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Wir waren ja im Urlaub jetzt. Das ist echt ein bisschen doof. So. So, zack. Genau. Sehr schön. Der rennt jetzt wieder zurück. Das nutzen wir aus. So. Okay, der ist down. Meine Fresse, ey. Meine Fresse. Nee, auch diese Woche haben wir nicht so viel Zeit. Ich muss dann nochmal weg und so. Das Handy ist zwar im Urlaub, aber ich habe auch noch ein paar andere Sachen zu tun. Und ja, theoretisch wollte ich eigentlich auch mal den
die Projekte irgendwie ein bisschen runterschrauben. Eigentlich mal ein bisschen weniger machen. Ist natürlich doof für euch, klar, verstehe ich. Aber zeittechnisch ist es momentan mit der Arbeit viel, viel, viel zu tun. Aber müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also das ist jetzt noch keine endgültige Nachricht an euch. Das werde ich noch separat mal machen, wenn es denn soweit kommen sollte. Also keine Angst jetzt. Ja. Kommt jetzt, in letzter Zeit kam ja sowieso nicht ganz so viel. Weniger wird's nicht. Sag ich jetzt mal so. Da sind jetzt auch ein paar Sachen ausgefallen. So, für die Leute, die gestern beim Livestream nicht dabei waren. Ich habe die Kiste gelootet, ich habe sie gesehen. war ein Menschenbild drin. Also nicht ganz so dolles Zeugs. Menschenbild und... Ja, keine Ahnung. Hab ich vergessen. Irgendwas. Irgendwas Komisches. Oder irgendwas, weiß ich nicht. Keine Ahnung, weiß ich gerade noch nicht mehr. So, das ist natürlich doof. Wir haben jetzt nicht viele Sachen. Wir haben jetzt einen göttlichen Segen noch. Halt Gift und stellt TP wieder her. Okay, das ist ja ganz nett. Bum, bum, bum. Okay. Wie machen denn das? Flakon trinken und dann ab da rein, oder was? Das Zeug haben wir nicht mehr. Wir können auch einfach mal Harz nehmen jetzt. So. Am Anfang ist es sowieso mal ein bisschen einfacher gegen den Kollegen. Und dann werde ich den schimmernden Lebensstein ausrüsten. Weil wenn wir was trinken müssen, dann ist so ein Lebensstein im Bosskampf dann doch schon ein bisschen besser. So. Okay, jetzt müssen wir weg. Ja, das haben wir zu spät gemacht. Das läuft wieder gut. Sobald ich aufnehme, läuft nichts mehr. So, zack. Schön. Okay, so, komm. Okay, jetzt. So, zack. Einfach mal draufballern. Ah, scheiße, ich hab's doch gemacht, Mann. So. Okay, am besten einfach mal immer mal Schild hochnehmen, aber auch runternehmen, denn wir müssen ja auch irgendwie die Ausdauer wieder regenerieren. Okay, jetzt greift mal an, jetzt hat der Sound geleckt, ne? Oh, 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 oh. Ist natürlich echt... Ah, scheiße, suboptimal für den Bosskampf. So, wir stecken uns mal hinter der Säule, immer ganz gut. Da haben wir Facebook. Hat gedüdelt. Ja, falls ihr das heute schon sehen solltet, falls es heute noch kommen sollte, Dark Souls. Replay ist online und Replay, das Gewinnspiel ist da. Also mitmachen, auf die Facebook-Seite gucken, beziehungsweise in den Kommentaren bei Replay schauen. Da findet ihr eine Aufgabe, die ihr zu bewältigen habt, die ihr machen müsst. Und dann seid ihr eventuell glücklicher Gewinner von zwei oder einem von zwei Titanfall Beta, nee, nicht Beta Keys, Keys oder einem Reaper of Souls Diablo 3 Key. Ja, mitmachen lohnt sich. In diesem Fall. Eigentlich immer, aber ja, wisst ihr Bescheid. So, komm. Einfach nur ein bisschen runterspielen hier, den Kollegen. Okay, jetzt ein bisschen weg. Ja, das hat diesmal gelangt. So. Und noch einen Schlag. Machen wir jetzt, komm. Da ist er, down. Ja, an sich echt ein leichter Boss. ja. Da wart ihr ein bisschen überrascht über mich, ne? So, alte Drachentöterseele, Ring des alten Löwen. Ring des alten Löwen kennen wir, glaube ich, schon aus Dark Souls 1, wenn ich mich nicht täusche. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was der konnte. Aber die heißen ja sowieso mal ein bisschen anders mittlerweile. In dem neuen Teil hier, waren wir denn? Hä? Habe ich den gerade überlesen? Ring des alten Löwen da. Stärkt Abwehr gegen Stoßangriffe. Okay, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob das in im ersten Teil auch so war. Das weiß ich gar nicht mehr. So, hier ist ein Kollege. Müssen wir ansprechen. Nee, nicht den da. Hallo, ich möchte mit dir reden. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed.
Ja, da möchte man nämlich nicht mit mir reden. Das hat einen Grund. Ich bin ja schon ein bisschen weiter wegen des Guides. Ja, das kann ich euch trotzdem an dieser Stelle schon mal erklären. Wir müssen in den Jägerhain, wenn ich mich nicht täusche, und da ein Zeichen der Treue finden. Erst dann können wir in die zu diesem Typen und dann lässt der Typ uns in den Eid. Ne? Und dann geht das weiter da. Deswegen möchte der jetzt nicht mit uns sprechen zum momentanen Zeitpunkt. So, war jetzt nicht eigentlich noch ein Leuchtfeuer? Oder war das jetzt erst hier unten? Ich weiß es nicht. Ja, so viel an dieser Stelle. Weiß ich ja leider jetzt Gott schon. Aber ist ja jetzt auch nicht ganz verkehrt. Dann kann ich euch zumindest hier, genau, da ist es, ein bisschen schon mal erklären nebenbei noch. Dann ist es auch so ein halber Guide für euch. Ja, nicht nur failiges Spiel mitunter, was ja trotzdem vorkommt, weil, ja, ich habe es ja noch nicht so oft durchgespielt, will ich mal behaupten. Noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt, noch nicht ganz. Aber, ja, ich werde ja kein Profi, nur weil ich es einmal durchgespielt habe. Das habt ihr ja schon bei Dark Souls gesehen, bei Dark Souls 1. Da habe ich dreimal durchgespielt und bin immer noch kacke. Nicht mehr ganz so kacke wie vorher, aber immer noch kacke. Ne? Ja. So, wir gehen jetzt aufleveln, würde ich behaupten. Und ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal jetzt hier schon ein bisschen auf Zauberei gemacht habe. Müssen wir mal gucken. Ja, ja, weg. Psst, ruhig. Rede mit mir und lass mich aufsteigen. So. Ins. Zauberei. Ja, Zauberei habe ich tatsächlich hochgemacht, genau. Da kriege ich nämlich die Zauberei-Skills. So, eins fehlt noch. Das will ich jetzt an dieser Stelle nicht mal wirklich machen. Geh mal weg. Und ich schaue gerade mal, ob wir noch irgendwie Seen haben, die wir nutzen können. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Na gut, dann müssen wir warten. Mehr oder minder. So, ich guck mal, ob ich ein paar... aber was aufleveln kann hier. Waffe, Rüstung verstärken. Dann haben wir hier nichts. Also da fehlt uns eine Titanitscherbe. Und wie sah unser Dings aus? Das hier. Der fehlen uns drei Titanitscherben. Drei große. In dem Fall. Naja, gut. Man könnte jetzt auch eine Titanitscherbe kaufen. Das ist mir voll und ganz bewusst. Bei dem Typen, aber auch nur begrenzt. Ich glaube 10 Stück oder so. Und dann ist da auch Sense. So, heiles Flammenturm. Wir gucken da noch ein bisschen weiter. War das Richtige jetzt? Ja, ne? Haben wir ja freigeschaltet. Genau. Wir gucken da mal ein bisschen weiter. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da irgendwie noch weiter was war. Muss ja eigentlich. Wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten, ja, bin ich noch unschlüssig, wo wir als nächstes hingehen. Theoretisch könnten wir auch so langsam mal in den Jägerhain. Könnten wir theoretisch mal machen. Sollte eigentlich lang. Was? Warte mal, habe ich jetzt ein neues Gebiet freigeschaltet und das zählt... Achso, blaue Kathedrale war das, ja. Ja, oh. Ja, bin ich erstmal zu Heides Flammenturm. Genau, blaue Kathedrale. Da ist dann auch das Ding, wo man dann halt, wie gesagt, die... Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, blaue Wächter heißen die, glaube ich. Das ist der Eid, der Typ da uns anbieten kann. Das ist kein Eid des blauen Pfads, sondern blauer Wächter. Und wenn ich mich recht erinnere, ist das dann, dass du anderen Leuten zur Hilfe kommst. Sprich, wenn einer angegriffen wird, wirst du dann irgendwann beschworen und der kann dich dann halt, oder der wird dann durch dich beschworen. Nee, du wirst durch ihn beschworen, so. Weil er angegriffen wird, musst du ihm quasi helfen. Eigentlich eine ganz coole Sache, müssen wir beitreten. Habe ich voll Bock drauf. So, hier war jetzt einfach nichts oder was? Nur der Eid. Skelett voraus. Da. Ach so, hier ist noch eine Kiste. Oh. Da wäre das Geschrei groß gewesen. Hätte ich die verpasst jetzt hier. So, Turmschild und Heideritter Eisenmaske. Und ich würde sagen, liebe Freunde, wir machen erstmal Feierabend, sehen uns morgen wieder um dieselbe Zeit bei Dark Souls, bei Let's Play Dark Souls 2. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.